Dann kann der auch nochmal weg. Dann kommt das hier nochmal schnell ein bisschen weg. Mitte hätten wir dann ungefähr hier, wa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Dann schmeißen wir hier nochmal schnell ein paar Bilder hin. Ja, das mit den Bildern irgendwie... Das habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich begriffen. Wie ich denn hier so neue Bilder, vor allem eigene Bilder, einfüge. Das entzieht sich meiner Kenntnis. So, erstmal wieder alles einsammeln. Naja, mal gucken. Vielleicht, was ist denn jetzt hier? Hallo, gib mir die Bilder. Vielleicht irgendwann, dass es mal klappt. So, ich hätte hier genau das hier gerne. Kann man das da so hängen lassen? Nee, ne? Dann kommt die Fackel hier erstmal weg. Dann machen wir halt hier noch eine Fackel her und hier noch eine Fackel her, weißt du? Und hier, nee, das nicht. Da wollte ich jetzt gerne so ein Zweierbild haben. Weißt du, jetzt kommen die ganzen Waffen und wenn ich sie jetzt dann später haben will, kriege ich wieder keine. Ja, es gibt einiges zu erzählen. Ich war ja hier 3,5 Wochen lang unterwegs. War eine anstrengende Zeit, kann ich euch sagen. Ich bin teilweise um 1 Uhr nachts ins Hotel gekommen und um 4 Uhr musste ich schon wieder los. Also manchmal hatte ich sehr wenig Schlaf. Dementsprechend kaputt war ich dann auch an den Tagen immer. So, hallo, hier da so ein Zweier her, Mensch. Ja, und ich war im Osten unterwegs. Und, ach kacke. Ich muss sagen, irgendwie, die Leute dort sind, ja, relativ unfreundlich. Muss ich jetzt ganz offen und ehrlich mal so sagen, weil ich es am eigenen Leibe quasi ja zu spüren bekommen habe, dass die irgendwie was gegen Fremde haben. Da waren wir einkaufen, also die Jungs und ich, weil wir hatten eine Kaffeemaschine mit bei und damit da dieser Kalkfilter nicht permanent voll ist, wollte halt derjenige, dem die Kaffeemaschine gehört, dass wir da so 5 Liter Kanister Wasser nehmen und das da reinkippen, einfach wegen weniger Kalk und so weiter. Und ja, haben wir dann natürlich auch gemacht und dann standen wir da im Getränkeladen mit unseren 5 Liter Kanistern und dann stand da so eine alte Oma hinter uns und dann hat die echt gesagt, die würde uns gerne mal vermöbeln. Und ich so, hallo? Geht's noch? Wie unfreundlich. Kann ja wohl nicht sein. Ja, und so allgemein, wir wurden da angeguckt, als wenn wir irgendwelche ausgebrochenen Affen aus dem Zoo oder sowas, weißt du? Also, man kam sich dort schon etwas seltsam vor. Naja. Aber so ist es halt. Und vor allem Straßen, Alter. Das, kannst du eigentlich keinen antun. Hatten wir nicht 7 Bilder irgendwie? Ja, das kannst du eigentlich keinem antun. Ich habe mich da echt so gefragt, was machen die eigentlich mit dem Soli? Ich meine jetzt nicht böse gemeint oder so, aber ich habe mich da echt gefragt. Weil das ist, das kam mir so vor wie Alibi-Kauf. Das ist so ungefähr, deine Mutti gibt dir 50 Euro, ja? Und sagt, kauf dir Schuhe davon. So, du gehst los, kaufst für 4,95 die billigsten Schuhe, die im Angebot sind und den Rest steckst du dir als Taschengeld ein. Und so ungefähr habe ich das mit dem Straßenbau da unten so empfunden. Ja, hier habt ihr ein paar Millionen für Straßenbau. Oder 100.000 oder was weiß ich, was die da für den Straßenbau bekommen. Auf jeden Fall heißt es ja immer, der wird da für Straßenbau und Erhaltung und bla und überhaupt genutzt. Aber gemerkt habe ich davon nichts. Da sind so große Schlaglöcher drin, dass wir Radkappen verloren haben. Mitten auf der Straße. Das sind Straßen, einfach nur bestehend aus Kopfsteinpflaster, ja? Die führen durch einen Kaff durch als Hauptstraße. Dann stehen links und rechts der Straße stehen dann Häuser. Und dahinter ist nichts. Da ist nur Wald. Scheiße. Nein! Genarf. Also da habe ich mich echt so ein bisschen gewundert. Ich meine so von der Natur her, schon toll. Hast überall Wald und so weiter. Natürlich bist du fernab jeglicher Zivilisation. Also so von wegen Handynetz und so. Kannst du knicken. Wenn du Glück hast, hast du mal GPS-Empfang gehabt, dass du mal so mit Mühe und Not deine E-Mails abrufen konntest. Und vor allem unser Hotel, das war ja
Wir sind ja jeden Tag mindestens eine Stunde umhergeeiert. Und wo sind denn jetzt die ganzen Bilder schon wieder hin verschwunden? Ach, jetzt habe ich's. Ja, es war also nicht so optimal mit dem Hotel. Und dann, am ersten Abend, also wir haben uns am ersten Abend ja schon unseren Ruf alle Ehre gemacht, sag ich mal. Wir sind dahin und am Anfang hieß es schon, ja, im Osten sind die Preise alle ein bisschen günstiger, da dürft ihr euch nicht wundern. Dann waren wir hier in diesem Hotel und dann habe ich so die Speisekarte durchgeguckt und da dachte ich mir, 13,90 für ein Schnitzel mit Pommes? Und es war ja nicht mal ein originales Wiener Schnitzel, es war ein Schnitzel Wiener Art. Wo ich mir dann so gedacht habe, ja, aber gucken wir mal, vielleicht ist das hier mal was Ordentliches. So, du bist keine Bognerei hier. Habe ich ihn jetzt eingesammelt? Ja. Was packen wir denn dafür rein? Packen wir, hier, komm. Noch so ein Schwertchen, ne? Machen wir einfach so. Gut, Alter, das ist so dunkel hier. Kann ich mir nicht helfen. Ich muss hier einfach ein paar Fackeln mit aufstellen. So, sollte besser sein jetzt. Hoffe ich doch. Ja, 13,90 für ein Schnitzel mit Pommes. Habe ich mir erstmal gedacht so, ja, es wird ja wohl eine ordentliche Portion sein. So, können wir eigentlich pennen? Nee. So, dann würde ich sagen, beenden wir so langsam mal hier diese Baustelle der Nebelschmiede. Haben wir denn hier noch irgendwas in der Kiste, was wir vielleicht mitnehmen? Ach du Heimatland. Schwarze Wolle ohne Ende. Packen wir mal ein, was geht. Da müssen wir, glaube ich, dann nochmal fix herflitzen. ja. Ach so, wir sind ja hier noch gar nicht fertig. Wir haben ja hier außen noch was zu tun. Ja, auf jeden Fall, ich schweife immer von diesen 13,90 weg, ne? Ich muss wieder rein zur Kiste und ausleeren. Ja, 13,90, damit es auch keiner vergisst, ne? 13,90 für ein Schnitzel mit Pommes. Wiener Art, also kein Wiener Schnitzel. Ja. Haben wir uns erstmal so gewundert, so, ja, na gut. Geben wir der Küche einfach mal eine Chance, bestellen wir uns mal, ne? Oh Mann. Ja. Wir haben es bestellt. Und dann kam da ein Teller. Und wir haben Fotos gemacht. Das Schnitzel war nicht besonders größer, also nicht recht viel größer als ein Handy. Wo ich mich dann gefragt habe, hallo? Wofür habe ich jetzt 13,90 gezahlt? Naja, zum Glück gab es nebendran noch ein Meckes. Da haben wir uns dann erstmal schön... Oh, da muss ich mal schnell was testen. Haben wir den Eimer? Ja. Pass mal auf, wenn wir den da hier herstellen und da oben das Wasser hin tun. Okay, alles klar. Gut. Gedanken kann man vergessen. Ich hätte gerne den Kessel wieder. Ja, das kompliziert jetzt die ganze Angelegenheit ein wenig. Bauen wir erstmal drauf los. Ja, auf jeden Fall, als der nette Herr dann die Bedienung quasi den Tisch abgeräumt hatte und gefragt hatte, ob es uns denn gemundet hat, wir hatten einstimmig beschlossen. Es war gut. Also, daran gab es keinen Zweifel. Es war lecker. Jedoch, der Salat, das war irgendwie so ein Salatblatt, zerflettert, damit es nach mehr aussieht. Ich glaube, zwischen 17 und 20 Pommes waren das. Und, warte mal, den Quarz kann man dann rausnehmen. Und ja, wie gesagt, ein relativ kleines Schnitzel. Und als er es dann so gefragt hat, haben wir gesagt, ja, es war sehr gut, jedoch war es eine sehr kleine Portion. Und dann hat er schon so... Gute Nacht! Guten Morgen. Und da hat er schon so stutzig geguckt, so, hä? Was wollen diese Menschen jetzt von mir? Auf jeden Fall haben wir ihnen halt dann aufgeklärt, da wo wir herkommen, ist das gerade mal eine Kinderportion. Und das nächste Mal würden wir uns doch gerne mehr wünschen. Und hat erstmal so gefragt, wo kommen sie denn normalerweise her, dass man da so isst? Und da habe ich mir so gedacht, hä? Isst man hier oben wirklich so wenig? Oder
sind wir eigentlich nur verfressen bei uns in der Gegend. Also es war schon, ja, lustig, sag ich mal. Wie mache ich denn das am besten? Wie mache ich das am besten? Ich würde sagen, so. Und dann packen wir da noch ein paar, ach Mist, schon wieder zugemüllt bis oben hin. Und dann packen wir hier noch so ein paar Dinger damit dazu. So, jetzt muss ich mal gucken, wie sich denn das Wasser gerade mal so verhält. Nee, so möchte ich das gerne nicht. Komm wieder her. So, mal gucken. Vielleicht können wir das ein wenig lenken. So, wenn wir das so machen. Oh Mann, oh! Was soll denn das? Du sollst doch gar nicht da hier so. Ach so, weil er da auftrifft, ne? Was ist jetzt, wenn wir das so machen? Wenn wir das so machen und hier vorne einen Amboss herballern. Amboss. Nein, jetzt steht er verkehrt rum. So. Ein Amboss. Ich muss da unten gerade den Quarz noch wegholen, habe ich mir. Oh, Mann. So kann doch keiner arbeiten. So kann echt keiner arbeiten. Nein. Nein, na gut, wir haben Eisen dabei. Und wie es der Zufall so will, sind wir ja gerade bei uns in einer Schmiede. Da kann man sich mal schnell hier so ein Dings da bauen. So. Ja, auf jeden Fall. Hat dann gefragt, ob wir denn noch was bestellen möchten. Und ja, für die Preise haben wir gesagt, nee. Wenn du da jeden Abend essen gehst, da wirst du arm für 13,90. Hallo? Gibt's ja wohl nicht. Na, auf jeden Fall sind wir dann erstmal zum Maggis rüber und haben uns dann noch den ein oder anderen Cheeseburger gezogen. Das war auch ganz okay. So. Ich bin gerade im Überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Aber ich glaube, das hier wird wieder ersetzt durch Quarz. Und das da oben wird wieder ersetzt durch das, was da eigentlich reingehört. Na. Und die Treppe. So. Dann wäre hier eigentlich ein ganz guter Ort dafür, würde ich behaupten. Oder machen wir es in der Ecke. Das wäre eigentlich auch eine relativ gute Idee. Das wäre auch eine gute Idee. Pass auf. Kann ich hier... Na, machen wir einfach so. Obwohl. Machen wir halt nochmal so. So. Und, ich habe natürlich wieder nicht alles dabei, was ich brauche. Verdammte Axt. Haben wir das vielleicht hier noch drin? Ne. Natürlich nicht. So, pass auf. Achso, brauche ich Teppich noch? Eigentlich weniger, ne? Dann kann ich den eigentlich mit der Wolle schon mal zurückbringen. Dann flitzen wir mal schnell in die schwarze Bergfestung, um dort ein bisschen Stuff abzuladen, ein bisschen Stuff mitzunehmen. Ja, und dann ging das so weiter. Also, wie gesagt, ich habe die Straßen angesprochen. Ich habe die teuren Essenspreise angesprochen, die unfreundlichen Menschen. Ich meine, ist jetzt nicht verallgemeinert, nicht jeder ist da unfreundlich. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der da freundlich ist, aber ich kann ja nur das berichten, was mir widerfahren ist. Und das war halt nun mal so. Naja, was willst du machen? Ist halt so. So, und vor allem, wir sind da durch die Gegend gefahren und was du da an Dings gesehen hast, an Wahlplakaten, also ich glaube 95% davon war einfach nur NPD. Ach ja. So, haben wir noch Wolle? Hier haben wir noch ein bisschen hellgrau. Was ist das hier, ne? Jo.